Was genau ist denn eigentlich so ein ESP8266? Der ESP8266 ist ein kostengünstiger und mit geringem Leistungsbedarf ausgeführter 32-Bit-Mikrocontroller der chinesischen Firma Espressif und ermöglicht durch seine offene Bauweise den Aufbau von WLAN-gesteuerten Aktoren und Sensoren. Und genau das findet man überall im Internet, aber was heißt das genau? Fangen wir mal ganz von vorne an. Die verschiedenen ESPs lassen sich alle mit der Arduino IDE programmieren, was so viel bedeutet wie, eigentlich können wir jedes Modul, was an einem Arduino funktioniert, auch in einem ESP verwenden. Darunter fallen zum Beispiel Relais, LEDs, RFID-Reader, LCD-Displays und so weiter. Das sind die sogenannten Aktoren. Genauso gut können wir aber auch Sensoren verwenden, die es in allen möglichen Variationen und Ausführungen gibt. Das Geile an der Sache gegenüber einem Arduino ist, dass wir WLAN gleich mit on board haben, das heißt, wir können die Aktoren entweder drahtlos steuern, aber genauso gut die Sensoren drahtlos auslesen, wenn wir möchten. Worauf ich persönlich besonders stolz bin, ist Mr. T. Also Mr. T ist weder Aktor noch Sensor, Mr. T ist eher eine kleine Maschine, die mit einem ESP realisiert wurde. Das war eine Idee von mir, die ich umgesetzt habe, und da bin ich natürlich nicht der Einzige. Ich habe hier mal ein paar Produkte aus dem Bereich Smart Home. Hier zum Beispiel ein RGB-Controller für LED-Streifen. Wenn wir den aufmachen, dann finden wir einen ESP. Den Bewegungsmelder hier habe ich für 10 Euro gekauft. Wenn wir den aufmachen, finden wir ebenfalls einen ESP. Genau dasselbe gilt für viele andere Produkte und Marken. Aber Schluss mit dem Pussygelaber. Was ich damit sagen will, der ESP ist ein Werkzeug, das sich sehr, sehr vielseitig einsetzen lässt, nicht nur für LEDs. Im Grunde kann man damit alles machen, was man sich nur vorstellen kann, man muss nur wissen, wie man das Ding da am besten einsetzt und verwendet.